zwei Weißweinschorle. Sauer? Sauer. Alles klar. Gar nicht. Dann schauen wir mal. Alles klar. Hi, ich bin die Cheche, ich bin Tattoo-Model aus Ulm. Ich bin's wieder, die Cheche, und ab und zu habe ich auch ein bisschen was anderes an. Also es kommt noch die rechte Achsel kommt noch und dann noch hier die Wade und dann ist ja schon Feierabend. Der Hals ist jetzt hier während des Betriebs dazukommen, das war schon ein bisschen Kampf mit der Restaurantleitung. Ja? Die wollte, dass ich einen Rollkragenpulli anziehe. Das habe ich dann auch im Hochsommer gemacht und dann haben auch die Gäste rebelliert und meine Kollegen haben rebelliert und der oberste Chef hat dann gesagt, das Klump muss weg. Wie sieht denn das auch aus, ein Dirndl mit dem Rollkragenpulli? Er wollte mal jemand nicht von mir bedient werden. Die haben gesagt, oh, was ist denn das für eine? Und ja, aber ich bin demonstrativ trotzdem an den Tisch, gerade mit Absicht und super freundlich. Und die haben sich dann auch, das fand ich wirklich nett, auch entschuldigt für das Vorurteil, was sie gegenüber von mir hatten. Also ich bediene gern, das merkt man auch, umso mehr los ist, umso mehr Spaß macht es mir. Aber wenn ich jetzt die Wahl hätte, würde ich sagen, es shooten. Macht mir schon sehr, sehr viel Spaß. Also vor der Kamera, da schalte ich dann auch völlig ab. Also da bin ich dann auch nicht mehr ich. So, das ist dann okay, du musst jetzt hier zack, das ist der Blick muss sitzen, die Pose muss sitzen, Bauch rein, Arsch raus. Auf den Körper reduziert zu werden, ist für mich normal. Die Leute, die wollen die Tattoos sehen und deswegen. Ich hab da kein Problem damit. Also ich habe kein Problem damit, vor 10 Leuten nackig rumzuhüpfen, aber ich möchte sowas nicht im Internet von mir sehen. Da muss das Geld stimmen. Weil für Low mich blank zu ziehen, dass jeder alles von mir sieht, sehe ich gar keinen Sinn dahinter. Super! Hey, sexy! Definitiv wird da irgendwann mal kommen, Mama. So, meine Schulkollegen, die haben da Bilder von dir gesehen. So. Dann sag ich, ja, schön, gell? Ich habe jetzt keine Bilder, wo man sagen könnte, ja, deine Mutter, die ist in irgendeinem billigen Metier unterwegs oder so. Auch mit Kritik kann ich gut umgehen. Ich meine, man kann nicht jedem gefallen und es kann auch nicht jedem passen, was man macht. Da hast du nichts drauf geben, solange man sich selber wohlfühlt. Wobei man sagen muss, ich finde mich auch immer hässlich. Oh ja. Ich find mich selber. Ich denke mir immer so, wie siehst denn du halt aus? Die klassische Frage, wenn du alt wirst. Ja, das stimmt, das kriege ich auch oft zu hören. Auch bei mir im Geschäft dann mal. Von so ein paar Omis. Wie sieht das aus, wenn du alt bist? Sag ich, genauso wie ihre Haut. Nur tätowiert.